Allah Jalla sagt: وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفًا. Und jene, die neben Allah Jalla Awliya nahmen, mit Awliya ist hier gemeint, Angebetete. Mit Awliya ist hier die Anbetung gemeint. Also der Wali ist hier, den sie angebetet haben. Hat nichts mit der Wilaya zu tun im Sinne Al-Ula wal-Bara. Und jene, die neben ihm Awliya, sich Awliya nahmen, sie sagen, wir widmen uns diesen mit der Ibadah nur aus einem Grund. Damit sie uns Allah Jalla näher bringen. Das heißt, das ist ein ganz anderes Bild jetzt. Sie glauben nicht unbedingt, dass diese Leute ihnen schaden, dass sie Verfügungsrecht haben über den Schaden und Nutzen, sondern dass sie Vermittler sind. Sie bringen diese Leute Allah Jalla näher durch die Anbetung. Und dann sagt Allah Jalla: Inna Allah yahkum bainahum fima hum fihi yakhtalifun, inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Allah Jalla wird zwischen ihnen schlichten am Tage der Auferstehung. Und Allah Jalla leitet nicht recht, er leitet keinen verlogenen Kaffar recht. Allah bezeichnet hier diese Art von Menschen nicht nur als Kafir, sondern als Kaffar. Es gibt einmal den Kadhib, Kadhib Lügner. Und Kadhab, eine intensive Form des Lügners, ein Verlogener. Und hier auch Kafir und Kaffar. Eine Intensivierung dieses Wortes. Ja. Also jemand, der extremen Kufr betreibt. Das ist eine extreme Form des Kufr. Und Allah sagt: وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Und sie beten neben Allah Dinge an. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Das, was kein Verfügungsrecht über Schaden und Nutzen hat. Und sie sagen, das sind unsere Fürsprecher bei Allah. Und hier ist eine Sache, die man auch verstehen muss. Allah sagt, sie dienen solchen Dingen neben Allah, die keinen Schaden und keinen Nutzen verfügen. Heißt das, manche verstehen es so, es gibt also auch Dinge, die Schaden und Nutzen verfügen. Die kann man anbeten. Na, wie die Awliya und die Anbiya. Es gibt in der Arabischsprache etwas, das nennt man Sifa Kashifa. Und einmal Sifa Ihtiraziya. Sifa Kashifa heißt eine Eigenschaft, ein Attribut, das die Realität einer Sache erläutert. So ist die Realität, alles, was neben Allah existiert, hat kein Verfügnis über den absoluten Nutzen und Schaden. Und dann gibt es eine Eigenschaft, eine Art des Attributes, um gewisse Dinge auszuschließen. Wenn ich zum Beispiel sage, wenn der gute Schüler kommt, dann ehre ihn. Das heißt, es gibt nicht gute Schüler. Na? Das heißt, mit diesem Wort werden gewisse Dinge ausgeschlossen. Das ist aber nicht so eine Art von Eigenschaft in diesem Vers. In diesem Vers sehen wir ein etwas differentes Bild in Bezug auf den Ilah. Das ist den Schirk, den die meisten Mushrikun heute machen.